Ich rede heute mit Marvin Borchers über ja, den Niedergang der Linkspartei, über die Neuordnung des politischen Spektrums in Deutschland und darüber, was eine Wagenknechtpartei bringen würde. Ich habe darüber vor kurzem ja schon mal mit René Schönhoff geredet. Wir waren dort überraschenderweise einer Meinung. Ich bin gespannt, was Marlon dazu zu sagen hat. Wir haben uns vorab nämlich ja nicht darüber, also kein Vorgespräch darüber geführt, wie er zur Wagenknechtpartei steht. Aber erstmal, Marlon, du bist ja Mitglied in der Linken. Wie nimmst du denn deren aktuellen Zustand wahr? Ja, das ist richtig. Also es ist ganz spannend, weil ursprünglich noch vor so einem bis anderthalb Jahren, da hätte ich wahrscheinlich gegenüber Wagenknecht und diesen Ideen einer eigenen Partei, wäre ich dem wesentlich kritischer gegenüber gewesen. Und ich habe auch ursprünglich, als sich das ja entwickelt hat mit dem neuen Vorstand, dem Ganzen etwas Positives abgewinnen können, weil ich mir gedacht habe, es war jetzt über Jahre lang eigentlich nur Streit in der Partei und jetzt hat sich mal eine Seite durchgesetzt und jetzt sollen die doch auch mal die Chance bekommen, ihre Ideen umzusetzen. Also so grob ist das ja, wie ich es verstehe, dass man das Wählerpotenzial bei ehemaligen Grünen und SPD-Wählern für sich gewinnen möchte. Für mich ist jetzt aber nach ein bis anderthalb Jahren, während man das versucht hat, klar, dass das nicht funktioniert hat. Und als sich dann auch bei mir die Position im Ukraine-Krieg ein bisschen gewandelt hat, ich war da am Anfang auch eher auf der Seite derjenigen, die gesagt haben, wir müssen der Ukraine jetzt helfen. Da habe ich also auch in dem Moment eher aus so moralischen Reflex gehandelt. Aber so gegen. Das wird immer noch sagen, oder? Wie bitte? Wir müssen der Ukraine helfen, das wird es doch immer noch sagen, oder? Ich würde es anders sagen als damals, weil damals war helfen für mich, wir müssen den Waffen liefern, weil Putin ist böse. So, ich bin damals auch in diesen, ja, was ja irgendwie fast alle gesagt haben, wo ein Wagenknecht, der sehr alleine auf breiter Flur stand, da wäre ich in diesem, ich sag mal, linksliberalen Konsens, war ich damit drin. Und als ich da meine Position aber verändert habe, habe ich gemerkt, dass ich auch innerhalb der Linken und innerhalb der Jugendorganisation haben da die Anfeindungen deshalb deutlich zugenommen. Und seitdem erlebe ich das eigentlich bei ganz, ganz vielen Sachen, dass sobald man einen gewissen Meinungskorridor verlässt, dass man sehr, sehr hart angegangen wird und man fast noch härter bekämpft wird als beispielsweise irgendwie eine AfD oder eine andere eigentlich ja politisch gegensätzliche Kraft. Und ich denke mittlerweile, dass eine Wagenknecht-Partei einen Korridor im politischen System ausfüllen würde, wo man auf der einen Seite eine linke Wirtschaftspolitik machen würde, also in dem Fall links so klassisch sozialdemokratisch, und auf der anderen Seite aber gesellschaftspolitisch eben ja etwas konservativer auftritt. Und das würde ich sehr oder finde ich sehr spannend und glaube, dass das auch ein gar nicht so schlechter Weg wäre. Was ich so als Parteimitglied mitbekommen habe, ist, dass ich es eigentlich entlang der Person Sarah Wagenknecht doch viel Diskussion und alles gibt. Und die einen, die können sie ja gar nicht ab, die anderen feiern sie extrem. Und da stehen sich teilweise unversöhnliche Lager gegenüber. Ich denke nach wie vor, dass man bei vielen Themen sogar gar nicht so super weit voneinander entfernt ist, aber dass einfach die persönlichen Probleme auch krass überwiegen. Und ich glaube auch, ich habe auch damals vor einem Jahr schon nicht mehr daran geglaubt, dass es sinnvoll ist, eine Partei gemeinsam zu haben, weil einfach zu viele persönliche Probleme da sind. Das funktioniert nicht mehr. Ich glaube das nach wie vor nicht, dass man da irgendwie sich noch wieder zusammenraufen wird. Meinst du, das liegt an der Person oder an den Inhalten? Also so wie meine Wahrnehmung aussieht, da ist es eine Mischung aus beidem, aber vor allem es gibt es persönliche Differenzen ja schon seit Jahren. Also damals als Wagenknecht Vorsitzender der Bundestagsfraktion war, da gab es ja mit Kipping und Rixinger, die Parteivorsitzenden waren, gab es ja schon persönliche Probleme, die natürlich auch irgendwo inhaltlicher Herkunft sind, wenn es zum Beispiel um Migration geht. Aber das Ganze hat sich dann irgendwann wirklich so in ein persönliches Problem hochgeschaukelt und die Personen sind ja in irgendwelchen Formen noch immer in Verantwortung oder einflussreich in der Partei, sodass ich denke, dass es eine Mischung irgendwo aus beidem ist, aber dass persönliche Abneigungen mittlerweile eine ganz, ganz große Rolle spielen. Der Führungsweg kann das sein, aber grundsätzlich kriege ich das eher so mit, dass das schon an den Inhalten liegt. Denn dieser große Bruch in der Linkspartei, der ist ja nicht durch Corona, der ist ja nicht durch Migration, der ist ja jetzt durch den Ukraine-Krieg gekommen.
Ja, der ganz große Bruch, da würde ich dir recht geben, aber ich würde sagen, dass es Risse schon davor gab. Und ich kann jetzt davon berichten, zum Beispiel auf der lokalen Ebene. Da sieht es bei uns auch so aus, dass wir einige haben, die finden Sarah Wagenknecht sehr, sehr gut. Wir haben auch einige, die sehen sie eher kritischer und dann andere, die sind so ein bisschen da in der Mitte. Und häufig, wenn es dann in den vergangenen Monaten um Diskussion ging, dann war tatsächlich die Personale das Entscheidende, also das Personal, sie als Person oder eine ja, irgendwelche anderen Leute, einen Schirdewan oder Wissler, wie sie alle heißen. Und da war der inhaltliche Punkt immer gar nicht so das Krasse, sondern eher die Personalsituation. Aber das kann woanders ganz anders aussehen und es kann sein, dass ich hier einfach ja, bei mir im Bundesland oder bei mir in der Region, dass sich so zuträgt und es woanders vielleicht anders ist. So nehme ich das von außen wahr, denn es sind ja schon bestimmte Leute mit bestimmten inhaltlichen Positionen, die auch weit auseinander liegen, wie Zaklen Nastic, Selim Dardelen, Klaus Ernst, um jetzt mal drei zu nennen. Denn Dardelen und Nastic, die kommen eher aus dem antiimperialistischen Lager. Klaus Ernst ist ein alter Gewerkschafter, also so eigentlich komplett gegensätzliche politische Laufbahn. Aber die sind beide der Meinung, dass weiter eine vernünftige Friedenspolitik gemacht werden sollte. Dass eben keine Waffen in Kriegsgebiete geliefert werden sollte, dass man Kriege durch Verhandlungen beenden sollte. Wir brauchen da jetzt nicht konkret auf den Ukraine-Krieg eingehen. Das können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal machen. Aber ich finde schon, also dass das schon eine große inhaltliche Bruchlinie ist und keine personelle, oder? Ja, also da würde ich dir beim Thema Ukraine-Krieg auf jeden Fall zustimmen. Und auch wenn man über andere Themen wie Migration redet. Ich würde jedoch, wenn es einfach darum geht, auch irgendwelche kurzfristigen Forderungen in den Raum zu stellen, wie zum Beispiel eine Mindestlohnerhöhung, da gibt es dann wiederum auch breiten Konsens. Ich würde weiterhin sagen, dass man bei 70 bis 80% wahrscheinlich sehr, sehr dicht beieinander liegt. Aber diese Themen, die auch gerade relativ groß und prominent sind und auch super relevant sind, da hat man eine inhaltliche Bruchlinie, die ist aber auch nochmal verstärkt wird durch eben die persönlichen Probleme miteinander. Und ich glaube, dass das da sich gegenseitig vielleicht auch hochschaukelt und beides eben eine Rolle spielt. Wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung. Ja, also manche in der Linkspartei, die sehen Wagenknecht ja wirklich als feindliches Lager. Als Wagenknecht das beispielsweise letztes Jahr gewagt hat, das böse Wort Wirtschaftskrieg in Bezug auf unseren Wirtschaftskrieg gegen Russland in den Mund zu nehmen, da sind manche in der Partei richtig gehend ausgerastet. Und das kann man doch nicht sagen, wir führen doch keinen Wirtschaftskrieg, wir verhängen Sanktionen, also Wortklauberei. Also Ja. Auch bei anderen Themen, also das müssen wir jetzt auch nicht vertiefen, aber ich bin ja auch und war bis vor kurzem in der Jugendorganisation meines Bundeslandes im Landesvorstand. Und da in diesem Landesverband wird das auch so gesehen, dass man eine Wagenknecht als Transfeindin oder sowas bezeichnet. Ja, tatsächlich, also mit dem Bezug, dass ich mich mal über eine mögliche Wagenknecht-Partei positiv geäußert habe. Da wurde mir Transfeindlichkeit und Fascho-Dasein vorgeworfen. Also, dir jetzt nicht ja, Wagenknecht. mir, genau, weil sie transfeindlich wäre und ich doch kurz mal eben Fascho werden möchte, um ein bisschen bessere Sozialpolitik zu machen. Also es ist teilweise echt sehr abgespaced, was da passiert. Und es interessiert da aber auch keiner. Das ist jetzt so ein bisschen die Jugendseite. Nicht alle aus der Jugend sind in der Partei, aber die Jugend ist natürlich auch, die Linksjugend, kein irrelevanter Faktor. So, also man stellt Delegierte für Parteitage, man hat informelle Ansprüche auf Listenplätze für Landtagswahlen, wo man eigentlich immer unter den aussichtsreichen Plätzen irgendwie nochmal einen Jugendkandidaten unterbringt. Wobei aussichtsreich ist ja immer ein bisschen, ne? Im Westen ist das ja alles nicht so aussichtsreich, aber na gut. Und ja, da ist es dann irgendwo auch, ich weiß nicht, ob ich Sarah Wagenknecht jetzt, würde ich nicht Transfeindlichkeit unterstellen, da Es gibt kein ist die. einziges Zitat, mit dem du das belegen kannst. Sie Ja, hat da frage ich niemals dann. irgendwas in die Richtung gesagt. Also wenn, dann schreibt es mir in die Kommentare. Wir laden das Video hier auf YouTube hoch. Wenn, dann zeigt mir irgendwas. Ja, das ist die Frage, die ich dann auch immer stelle, aber da kommt, also ich weiß nicht, ob das eine Irrationalität ist oder ob man da einfach aufgrund eigener Betroffenheit die Grenzen sehr, sehr eng zieht. Ich habe keine Ahnung, aber da würde ich sagen, überwiegt halt eher dieses persönliche Problem. Man produziert auf eine Person irgendwie möglichst alle Feindbilder, die man darauf reproduzieren kann, um gegen sie vorzugehen.
Ja, ey, das ist ein riesiges Fass, was man da aufmachen kann. Ja, also wie gesagt, also das sind absurde Vorwürfe und die werden erhoben, weil Teile der Partei Wagenknecht als feindliches Lager, die es zu bekämpfen gilt, sehen. Also das hat man letztes Jahr schon gesehen, dass also besonders deutlich seit Beginn des Ukraine-Krieges, wo Wagenknecht ja eigentlich einfach nur im alten Parteiprogramm festgehalten hat, nämlich Wirtschaftskriege gegen andere Länder führen, ist nicht so eine gute Idee, Kriege so lange auszufechten, bis auch der letzte, also bis eine Seite komplett militärisch niedergerungen ist. Was vor allem bei einer Atommacht nicht so eine gute Idee ist, ist vielleicht auch nicht das, was eine linke Partei fordern sollte. Also Wagenknecht ist einfach nur auf der Linie des alten Parteiprogramms geblieben. Da gibt es inhaltlich überhaupt keinen Punkt, wo man sie kritisieren könnte. Ja, aber da entwickeln sich scheinbar Tendenzen in eine andere Richtung, weil man vielleicht auch eine gewisse Regierungsfähigkeit oder Konformität gegenüber grüner Partei und sozialdemokratischer Partei herstellen möchte. Ich weiß nicht, das war ja auch damals, das hat mich sehr aufgeregt. Die Linke als Bundestagsfraktion und die Linke als Bundespartei hat ja sich gegen diese ganze Bürgergeldgeschichte, also Hartz IV wird umbenannt, so Reider heißt jetzt Zwick, sonst ändert sich nichts. Da hat sich die Bundespartei und die Bundestagsfraktion ja gegengestellt. Und die Linkspartei hat aber selbst den verwässerten Entwurf, der durch die CDU verwässert wurde, dem hat sie im Bundesrat tatsächlich alle Regierungen oder alle Länder, wo die Linke an Regierungen beteiligt waren, haben dem zugestimmt. Ich habe das damals mir mal alles rausgesucht, die Abstimmungsergebnisse von Thüringen und Co. Also Und das finde Bundestag ich. hat zugestimmt, Bundesrat hat dagegen gestimmt. Also Nee, 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 andersrum. Bundestag hat dagegen gestimmt, aber Bundesrat hat zugestimmt. genau, die Bundestagsfraktion der Linken hat im Bundestag gegen dieses Bürgergeldgesetz gestimmt, aber im Bundesrat haben die Landesregierungen, an denen die Linke beteiligt ist, eben dafür gestimmt. Das ist, also das kann man alles nachgucken auf der Seite des Bundesrats. Ich habe das damals gemacht. Es ist sehr schwierig. Man muss sich durch so viele Seiten klicken, um diese verdammten Ergebnisse zu bekommen. Also benutzerfreundlich ist das Ganze gar nicht, aber ein Schelm, wer denkt, dass das vielleicht bewusst so gemacht wird. Und das fand ich irgendwie sehr schade, weil das hat für mich so ein Gefühl, wie man traut sich nicht in den Regierungen. Man redet immer vom rebellischen Regieren, aber traut sich dann nicht den Regierungspartnern dann auch mal irgendwo eine klare Grenze aufzuzeigen. Genauso Deutsche Wohnen Co. enteignen in Berlin. Da hat man ja im Wahlkampf sich dafür sehr stark gemacht und das am Ende durch diese Kommission irgendwie verschleppt. Und das war auch bei der Bürgerinitiative da, das ist da nicht gut angekommen. Und dann hat man im letzten Wahlkampf, der Nachholwahl, hat man aber wieder damit Wahlkampf gemacht mit Deutsche Wohnen Co. enteignen. Und ich finde das einfach, das geht gar nicht. Und das ist ein Problem eben auch bei der Linken, dass da Anspruch und Realität und Wirklichkeit einfach ganz weit auseinander liegen. Absolut. Und du hast es gerade schon angeschnitten. Inwiefern könnte da jetzt deiner Meinung nach eine Wagenknecht-Partei Abhilfe schaffen? Ja, meine Hoffnung bezüglich einer Wagenknecht-Partei wäre, dass man eine ja, oppositionelle, auch gerne populistisch zuspitzende Partei hat, die sich auf die Seite der einfachen Leute, ich sag mal der unteren 99% eben stellt, deren Ziel es ist jetzt nicht, um an die Fleischtöpfe der Macht zu kommen, sich in irgendeine Regierungskonstellation einzubringen, nur um halt zu regieren und nach diesem Modus, ja, die anderen würden es ja noch schlechter machen, dann machen wir es zwar auch ein bisschen schlecht, aber nicht ganz so schlecht wie die. Mit wem sollte sie regieren? Das ist jetzt die Frage. Nee, also ich sehe Mit der weder die alten Linken Grünen, oder? also wer, ja, das ist die Frage, die Grünen, nein, also auf gar Die keinen Grünen sind da Fall. auch Gegner. Also das muss man ganz Ja, klar sagen. die SPD, die blinkt natürlich immer gerne links, aber letztendlich habe ich sowohl von den Grünen, aber auch von der SPD nicht großartig sich mal ein Aufbäumen gesehen, wo es dann darum ging, mit diesen 41 Cent Mindestlohnerhöhungen, die jetzt kommen soll, wo man mit den alten Mindestlohnsatz gerechnet hat, um Inflationsausgleich irgendwie hinzubekommen, was ja aber mit der Realität gar nichts zu tun hat. So, da sind die auch alle irgendwie so ein bisschen untergetaucht. Was heißt Und runtergetaucht? Die SPD hat das beschlossen. ja. Eine SPD-Politikerin, die sitzt in der Mindestlohnkommission. Ich habe ein Video schon auf diesem Kanal gemacht, guckt es euch an. Die hat das beschlossen. Die SPD hat das durchgesetzt, dass diese 41 Cent kommen. Ja, also deswegen hat die sich natürlich nicht dagegen gestellt. Also hinterher hat Klingbeil dann gesagt, ja, jetzt lasst uns den Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen, nachdem wir das in der Mindestlohnkommission blockiert haben. Auch weil das eine EU-Richtlinie so festlegt und Deutschland bald nicht mehr umhinkommt, den Mindestlohn wahrscheinlich zu erhöhen. Also mal gucken, ob man da juristische Tricks findet, um sich da rumzuschummeln. Aber
Die SPD hat das verhindert. Das muss man ganz klar sagen. SPD und Grüne sind Gegner, wenn es darum geht, linke Politik zu machen. Das sieht man in dieser Regierung ganz eindeutig. Ja, und ansonsten, also wer bleibt übrig? FDP und CDU ja schon mal gar nicht. Und bei der AfD, die trägt diese Kürzungspolitik der anderen Parteien ja auch ganz genauso mit. Die inszeniert sich als irgendwie eine Opposition. Aber wenn man sich mal deren Finanzierungsgeschichte mit dem August von Fink Junior anguckt, mit Leuten da aus der Schweiz, die da ordentlich Kohle reingebuttert haben. Also glaubt da jemand, dass wenn Milliardäre oder Millionäre eine Partei aufbauen und finanzieren, dass die am Ende die Hand wirklich beißt, die einen füttert? Guckt euch an, wie sich die AfD zum Bürgergeld gestellt hat. Sie hat dann immer von einem Lohnabstandsgebot gesprochen. Und sie hat dann auf keinen Fall gefordert, die niedrigen Löhne zu erhöhen, sondern den Bürgergeldempfängern noch möglichst weniger zu geben als gerade unter Hartz IV. Also es ist wirklich so komplett irre. Die niedrigen Löhne sind ja 30 Jahre lang jetzt fast überhaupt nicht gestiegen. Jetzt durch den Preisschock letztes Jahr real sogar gefallen. Und jetzt sagt die AfD, ja, dann lass doch einfach Bürgergeld kürzen, das übt zwar noch mehr Druck auf diese niedrigen Löhne auf, anstatt diese niedrigen Löhne zu erhöhen. Also das ist wirklich, also die AfD stellt sich gegen die absolute Mehrheit der deutschen Bevölkerung wirtschaftlich. Und das ist übrigens der Punkt, wo man die AfD dann stellen muss. Die AfD also nicht daran, dass sie jetzt böse nationalistisch wäre, sondern dass sie schlicht und ergreifend Politik gegen die Mehrheit der Menschen in diesem Land macht. Ja, das ist auch eine kleine Anekdote. Mir wurde tatsächlich auch Nationalismus vorgeworfen, weil ich für Industriepolitik in Deutschland bin. Das ist ja auch Nationalismus. Also ich kann dich nur beglückwünschen, dass du in den Strukturen, was die Jugend angeht, nicht drin bist. Also das ist teilweise wirklich sehr abgespaced. Ist das dann normal oder sind das da gerade krasse Einzelfälle, die du hier auspackst? Nee, das ist tatsächlich Mainstream. Also das sind die Meinungen. Das klingt komplett irre, was du mir gerade erzählst. Das klingt nach irgendwelchen Heinis auf Twitter mit 3 Followern. Nee, das sind tatsächlich so innerhalb des Verbandes Leute, die im Landesvorstand teilweise sind oder waren. Also jetzt von der Jugendorganisation, darauf beziehe ich mich. Oder das sind Meinungsführer. Das ist tatsächlich, würde ich sagen. Gut, vielleicht hat man auch die große Masse, die sich einfach nicht traut, dagegen etwas zu sagen. Aber wenn bei einer Landesmitgliederversammlung Entscheidungen mit Einstimmigkeit gefällt werden, so dann glaube ich zumindest, dass der Teil, der aktiv an solchen Dingen teilnimmt, am Ende auch für so eine Sache steht. Und das würde ich halt nicht so sehen, aber gut. Und ich hoffe einfach, dass eine Wagenknecht-Partei, wie ich ja eben schon gesagt habe, solche Leute werden da sowieso nicht hinkommen, sodass auf gar keinen Fall, die haben da gar kein Interesse dran, weil Wagenknecht ist ja rechts und alles. Aber ich hoffe eben auch, dass man damit so eine sozialpopulistische Oppositionspartei oder Bewegung, wie man es nennen möchte, hinbekommt, die dann einfach auch ein Angebot macht, vor allem auch die Leute anspricht, die sich aktuell sagen, ey, ich wähle seit 20 Jahren mal SPD, mal Grüne, vielleicht auch mal CDU, aber letztendlich ändert sich doch nichts. Also es läuft alles weiter wie bisher und ja gut, dann haben wir die einen, die regieren, die verpacken das mit ein paar blumigen Worten, aber die Realpolitik ist ja ähnlich. Und ja, wer ist denn aktuell die einzige politische Kraft, die sich zumindest als eine Alternative inszeniert? Das ist die AfD, die wirtschaftspolitisch ganz klar auf diesem neoliberalen Kurs mitfährt. Wenn man eine Weidel und eine von Storch hat, die in Hayek-Clubs und alles Mögliche drin waren oder sind und damit den Libertären teilweise noch am Anbandeln sind, da kann man sich nicht von erwarten, dass die großartig was ändern. Und da hoffe ich einfach, dass eine Wagenknecht-Partei dieses wirtschaftspolitisch linke, klassisch-sozialdemokratische, was in der Gesellschaft voll mehrheitsfähig ist, also eine Mehrheit ist ja auch für eine höhere Besteuerung von Reichen zum Beispiel, das sind 60-70%, die dafür sind, stabile Mehrheiten, und dass die dann aber auch Leute abholt, die sich sagen, die Entwicklungen, die wir gerade sehen, die gehen mir vielleicht ein bisschen schnell, dieses ganze Gendern drumherum, und dass man da auch einfach gewisse eben konservativ denkendere Leute, die sind ja nicht automatisch rechts oder was weiß ich, faschistisch oder wie das einige Idioten ja sagen, dass man die denn anspricht und damit diese Lücke im politischen Feld schließt und nicht die schon fast zwangsläufig zur AfD treibt, weil die AfD einfach irgendwie die einzige Partei ist, die man aus Protest wählen kann. Das heißt, zur AfD treibt, also viele konservativ gesinnte Wähler, die werden tatsächlich bei der AfD wählen. Also wir haben ja, wir sehen Umfragen ja, dass tatsächlich alle Parteien an die Wagenknecht-Partei verlieren würden. Am stärksten, so habe ich es, glaube ich, in Erinnerung, AfD und SPD. Also auch SPD, die wird noch von alten Sozialdemokraten gewählt, denen die Linke jetzt zu sehr abgestürzt ist.
Und die werden keine Alternative sehen und die würden dann natürlich alle zu Wagenknecht gehen. Also sofort würden die da hingehen. Es sei denn, die Medien schaffen es durch manipulative Berichterstattung, die Bürger davon zu überzeugen, dass das eine ganz, ganz rechte nationalistische Partei ist, wenn sie beispielsweise Industriepolitik in Deutschland fordern. Ja. Also die Berichterstattung ist mittlerweile komplett abgedreht. Und du hast auch gesagt, diese kulturelle Entwicklung, dieser Wokismus, der geht manchen Menschen zu schnell. Der ist auch komplett abgedreht. Also du hast gerade gesagt, aus welchen absurden Gründen Menschen als transfeindlich verleumdet werden, die nie irgendwas in die Richtung gesagt haben, oder als rechts oder als Nazi oder, also da sieht man doch, wie komplett jenseits der Realität diese Entwicklung ist. Die muss nicht nur langsamer vonstatten gehen, die muss gestoppt und in Teilen zurückgedreht werden. Also sowas wie die Amadeo-Antonio-Stiftung. Also es ist so eine Stiftung, die Kritiker wirklich mit Stasi-Methoden zum Schweigen bringen will, also die verbreitet Lügen über die, um sie sozial und wirtschaftlich zu vernichten. Also das macht diese Stiftung mit staatlichen Fördergeldern. Mhm. Also sowas darf keine Fördergelder mehr erhalten. Das darf keine Fördergelder mehr erhalten. Also ich muss jetzt was gestehen. Also bei meinen Eltern hängt tatsächlich in der Garage eine Deutschlandfahne. Und ich feuer natürlich auch die deutsche Mannschaft an bei einer WM oder EM. Ich werde auch im nächsten Sommer, wenn eine EM in Deutschland ist, die deutsche Mannschaft anfeuern. Jetzt bin ich wahrscheinlich der böseste Nationalist für einige, den es wahrscheinlich irgendwo geben kann. Aber ja gut, dann sitzen die Leute in ihrem kleinen Lesezirkel mit 3-4 Leuten, dann klatschen die sich gegenseitig auf die Schulter und machen das alle 2 Wochen. Ja gut, erreichen werden sie damit niemanden, sondern nur Leute verprellen. Ja, für diese dumme Symbolpolitik, die du da gerade ansprichst, gibt ein schönes Wort Hyperpolitik. Also, dass man sich mit den noch wichtigen politischen Fragen, wie sind die Vermögen verteilt, wie sind die Einkommen verteilt, wer sitzt an den Schaltstellen der Macht, dass man sich mit denen überhaupt nicht mehr beschäftigt, sondern dass man auf irgendwelche absurden Detailfragen geht, sich auf Symbolpolitik stürzt, also darf man jetzt die Deutschlandfragen schenken oder so, wo 90% der Menschen sagen, habt ihr den Verstand verloren? Ja, dass man sich über solche Themen unterhält und so vom großen Ganzen ablenkt. Das ist, so würde ich das zumindest sehen, das ist eine Spätfolge des Neoliberalismus. Dass die großen Fragen, eben weil hier so eindeutig Politik gegen die Mehrheit gemacht wird, dass die nicht mehr thematisiert werden, sondern man sich stattdessen auf Kulturkämpfe, die eher an Religionsstreitigkeiten oder Religionsstreitigkeiten, an nichts Sinnvolles erinnern, dass man sich eher damit beschäftigt als mit den wirklich wichtigen Fragen. Ja, ich finde das ja auch spannend, dass man, also zumindest, vielleicht siehst du das anders oder nimmst das anders wahr, aber wenn ich mir Wirtschaftspolitik angucke, dann wirkt das für mich so, als würde sich der Staat auch in vielen Bereichen mit so Mikromanagement aufhalten und irgendwie bis ins kleinste letzte Detail versuchen, irgendwas noch zu regeln, aber so diese grundlegende Rahmengebung, die wird irgendwie total vernachlässigt und man macht lieber das x-te Gesetz, wo man die 100. Kleinigkeit hier nochmal nachreguliert und nachändert. Aber ey, ich habe so eine auf so ein Video letztens reagiert, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo gesagt wurde, dass, oder wo ein handwerklicher Betrieb gesagt hat, dass 20% der Arbeitszeit für die Erfüllung von irgendwelchen Regulatorien draufgeht, wo man irgendwelche Formulare ausfüllen muss und was weiß ich. Und wenn 1/5 der Arbeitszeit dafür drauf geht, also sorry, dann ist doch irgendwas falsch. Ja, bei Kleinbetrieben kann ich mir das tatsächlich vorstellen. Man führt Regularien ein, die ein großer Betrieb ganz einfach bewältigen kann. Der schafft einfach ein paar zusätzliche Stellen, die sich um die Bürokratie kümmern, aber ein kleiner Selbstständiger, der kann das eben nicht so einfach. Also ja, das stimmt so. Schon. Ja, so. Ist die Frage, nutzt man das strategisch, um eben den Mittelstand kaputt zu machen, oder ist das wirklich nur Inkompetenz oder irgendwelchen Regularien geschuldet, an den Lobbyisten mitschreiben? Ja, und dann stellt sich wieder die erste Frage, kann es sein, dass das extra dem Mittelstand schaden soll und die Lobbyisten ja an solchen Gesetzen mitschreiben? Denn je mehr Regularien du hast, desto mehr Sonderregeln kannst du da reinbringen. Ich würde ja sagen, weil das ist ja auch für große Konzerne eigentlich nur eine Win-Win-Situation, indem sie die Markteintrittshürden dann für gewisse Sachen auch einfach hochschrauben. So, dann musst du hier noch eine Regularie XY erfüllen, müsstest eigentlich noch hier einen Beauftragten für was ich bekommen. Und ja, wie du eben schon gesagt hast, der große Konzern, der kann das machen, aber das kleine, vielleicht auch wirklich innovative Start-up schafft das dann eben nicht. Und so kann man marktbeherrschende Position doch nochmal absichern. Aber was würdest du denn überhaupt zu so einer Wagenknecht-Partei sagen? Das würde mich auch interessieren.
Also ich muss erstmal sagen, die Person ist mir relativ egal. Sie ist die Kristallisationsfigur, der von den Medien aufgebaut wurde. Ob die Medien das jetzt absichtlich oder unabsichtlich gemacht haben, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich haben sie eher gedacht, Mensch, da ist eine, die schießt gegen ihre eigene Partei. Super, die Linke, die stört uns jetzt echt. Wir wollen Kulturkampf zwischen Grünen und AfD inszenieren. Das stört die Linke eh, da ist gut, wenn wir da eine Politikerin haben, die quasi ihre Partei noch mitspaltet. Laden wir die immer ein, die ist ja auch total beliebt. Also können wir jemanden einladen, der kritische Position vertritt, der aber keine Partei hat, die das vertritt. Und wenn sich diese Partei jetzt gründet, würde sich das fundamental ändern. Dann würden die Medien versuchen, diese Partei kaputt zu machen. Also man sieht ja auch schon, wie Wagenknecht in den Medien jetzt mit ihren Friedensdemonstrationen immer aggressiver und aggressiver angegangen wird. Also seit Beginn des Ukraine-Krieges. Also das ist ja, war auch während Corona schon so ein bisschen an der Grenze, aber jetzt ist ja wirklich komplett abgedreht. Jetzt sind ja diese furchtbaren Talkshows sind sowieso ein furchtbares Format, aber dass man jetzt sich fünf Leute ein, also beziehungsweise vier Leute einlädt, der Moderator ist auf der Seite dieser Leute und man versucht auf Krampf eigentlich irgendetwas zu unterstellen, was sie nie gesagt hat. Also, aber was ich sagen will, sie wurde von den Medien, ob absichtlich oder unabsichtlich, ist egal, als diese Kristallisationsfigur aufgebaut. Jetzt ist sie es nun mal. Aber jetzt, ja, müssen wir damit umgehen. Mir geht es aber um Inhalte, die sie vertritt. Und die sind relativ gut. Also zurück zur Wirtschaftspolitik der 50er bis 70er Jahre. Ende dieser Woken-Identitätspolitik, beziehungsweise Rücknahme von wirklich ideologiegetriebenen Projekten, die keinen Sinn ergeben. Und also ich hatte gerade schon Förderung der Amadeo-Antonio-Stiftung angesprochen. Beispielsweise, oder sie ist auch gegen dieses Selbstbestimmungsgesetz, was ja auch von feministischer Seite sehr stark kritisiert wird. Also da habe ich mich jetzt auch nicht so genau mit beschäftigt, aber da gibt es von linker Seite sehr, sehr viel Kritik dran, die dann halt mit diesem Label transfeindlich immer versehen wird. Und dann außenpolitisch klare friedenspolitische Positionen. Das sind die Rezepte, die eine neue linke Partei auf jeden Fall erfüllen müsste, damit sie erfolgreich sein könnte. Also ich würde so eine Partei auf jeden Fall unterstützen. Mir geht es ja auch ähnlich wie dir, weil ich finde die Person auch jetzt nicht, keine Ahnung, den entscheidenden Punkt, weil wie gesagt, ich hatte damals Kritik an ihr, was ich so mitbekommen habe, so Zusammenarbeit ist wohl manchmal vielleicht ein bisschen schwierig und ich meine, sie ist, sagt sie auch selber, jetzt niemand, der eine Partei jetzt irgendwie in den gesamten Orga-Geschichten und sowas jetzt alleine aufbauen könnte und das muss sie auch gar nicht, weil man kann ja arbeitsteilig vorgehen. Ich finde aber, und darüber wollten wir auch reden, über mögliche Risiken oder Hürden, die es zu überwinden gibt. Denn eine Wagenknecht-Partei, die bräuchte ja nicht nur ein tolles Spitzenpersonal, sondern man müsste ja auch in den lokalen Strukturen entsprechende Leute haben, die auch die Arbeit eben vor Ort irgendwo machen. Man müsste sich gucken, das würde mich sehr, sehr stark freuen, dass man versucht, diese Parteibürokratie auf ein sehr niedriges Niveau runterzubrechen. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, inwieweit das richtig ist, dass die Partei zum Beispiel, was die ganzen Finanzsachen angeht, das viel stärker verschlankt, dass es nicht in jedem Kreisverband irgendwie einen Schatzmeister braucht, weil ey, wir haben gerade bei uns das Problem, der Vorstand bei uns lokal von der Linken muss neu gewählt werden und es ist so schwierig, jemanden zu finden, der sich diese Verantwortung 10.000, 15.000 Euro zu verwalten, der das neben dem Beruf und alles machen möchte und auch leisten kann. Also da ist dieses Thema Parteienbürokratie für mich ganz wichtig, dass man da guckt, dass man Leute vor Ort hat, die eben dann auch die Arbeit machen können, weil man möchte ja auch kommunalpolitisch vielleicht was machen. Und darüber hinaus muss man sich natürlich irgendwie auch eine neue Generation von Leuten dann aufbauen, weil wenn man so diese Namen hört, die ein bisschen rumkursieren, das sind ja alles keine Leute, die so im Bereich von 40 Jahren sind, sondern die dann doch schon zum großen Teil auch etwas älter sind. Und da müsste man bestimmt nach 4 bis 8 Jahren dann auch irgendwo eine Handvoll jüngerer Leute irgendwie mit dabei haben, die in der Lage sind, so ein Projekt dann auch weiterzutragen, wenn es nicht nur ein Strohfeuer werden soll. Aber ich würde es auf jeden Fall auch gerne unterstützen. Ich glaube, die jungen Leute, die würden dann, wenn man so ein vernünftiges Programm hätte, würden die schon von selber kommen. Also, das heißt, würdest du aus der Linken austreten? Ich könnte mir das grundsätzlich schon vorstellen, ja. Für mich kommt es halt am Ende auch ein bisschen darauf an, wer ist jetzt hier bei uns in Niedersachsen zum Beispiel so mit dabei. Ich habe da doch, oder
Leute, da weiß ich es nicht 100%, aber die doch auch eher so dem ja, klassisch-sozialdemokratischen, wirtschaftspolitischen Lager zuzuordnen sind und Leute, die Wagenknecht schon damals eher nicht so kritisch gesehen haben, bei denen ich mir denke, ja, ey, das wären eigentlich ganz gute Leute, die auch jüngere Leute, die auch Dinge wie der MMT zum Beispiel nicht so verschlossen gegenüberstehen. Und auch da habe ich dann so eine leise Hoffnung, dass man vielleicht auch da etwas modernere Ansichten von der Geldtheorie mit einbringen könnte, auch wenn Sarah Wagenknecht da zum Beispiel einen Punkt hat, bei dem ich sie kritisieren würde, wenn es um Geldschöpfung und alles drumherum geht. Jedoch habe ich da grundsätzlich bin ich da echt positiv gestimmt und ich würde sagen, eher ist die Tendenz eher in Richtung aus der Linken dann rauszugehen und dort dann mitzumachen, als dort nicht mitzumachen und in der Linken zu bleiben, weil ja, der Kreisverband hier bei mir vor Ort ist wirklich sehr gut, also da haben wir unterschiedlichste Positionen und wir kriegen die irgendwie auch immer aufeinander und niemand wird ausgegrenzt oder sonstiges, man nimmt den anderen so, wie er ist und kommt dann auf einen Kompromiss dann auch, wobei ja auch hier vor Ort nicht die großen ideologischen Fragen der Parteiausrichtung geklärt werden, muss man ja auch festhalten. Aber auch hier habe ich von einigen schon gehört, dass sie einer Wagenknecht-Partei gegenüber nicht oder dass sie dem aufgeschlossen gegenüberstehen. Und deswegen, ja, bin ich guter Dinge. Was glaubst du, würde so eine Parteigründung mit der Linkspartei machen? Also ich halte sie sowieso, in Westdeutschland ist sie ja pulverisiert. Also 2009 sind wir hier in Niedersachsen ja nochmal einmal mit, lass mich lügen, 9% oder 12% in den niedersächsischen Landtag eingezogen. Und danach ist es nach einer Legislatur ja wieder abgestürzt. Vielleicht hat 2009 auch noch mit der Krise 2007, 2008 zu tun, dass man da so eine Stimmung hatte, die man ausnutzen konnte. Man war auch noch irgendwo Protestpartei, wurde als Protestpartei auch wahrgenommen. Es gab noch keine AfD, die dieses Label für sich in Anspruch genommen hat. Und ich gehe davon aus, dass die Linke im Westdeutschland dann gar keine Chance mehr hat. Und in Ostdeutschland sieht man ja schon, dass sie in die Einstelligkeit abrutscht. Also vielleicht wird sie in Ostdeutschland dann um die 5%-Hürden kämpfen. Thüringen hält sie sich vielleicht noch ein bisschen besser. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und auf Bundesebene gehe ich davon aus, dass sie nicht mehr in den Bundestag kommen wird. Ich halte es aber auch beim aktuellen Zustand so, dass sie, selbst wenn es keine Wagenknecht-Partei geben würde, glaube ich auch nicht, dass sie nochmal in den Bundestag wieder reinkommt, weil es gibt aktuell so viele Krisen und zwar seit der Bundestagswahl und man stagniert dennoch und bekommt es nicht hin, von diesen Krisen in irgendeiner Art und Weise in Form von Umfragen oder auch großen Mitgliedszugewinnen zu profitieren. Man tritt auf der Stelle und hat irgendwie keine attraktive Erzählung, mit der man die Leute begeistern könnte. Ja. Wie siehst du das? Sehe ich genauso. Die Linke wird zu einer ostdeutschen Regionalpartei schrumpfen und wir werden mit Gründung der Wagenknecht-Partei eine Schwächung aller anderen Parteien sehen und langfristig, glaube ich, gar nicht mal so sehr eine Schwächung der AfD. Ich glaube, das politische Spektrum in Deutschland wird sich sehr dem in Frankreich annähern. Also man hat ein Mittellager, das ist ja Deutschland aktuell riesig, da sind ja CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP drin. Dann hat man ein linkes Lager, das gibt es aktuell noch nicht, beziehungsweise da könnte die Linke zugehören, aber da gibt es ja einige Strömungen in der Partei, die wollen das nicht, das hast du ja gerade schon erklärt. Und da hat man die AfD auf der rechten Seite. Und in Frankreich, da haben wir, das ist bei dieser Entwicklung schon weiter fortgeschritten, da gab es dieses Mittellager unter Führung Macrons, dann gab es ein rechtes Lager unter Le Pen und ein linkes unter Mélenchon. Und das Mittellager, also absolut neoliberale Mittellager, muss man glaube ich dazu sagen, das hat sich durch Macrons Rentenreform jetzt hoffentlich so weit selbst diskreditiert, dass das für die nächsten französischen Präsidentschaftswahlen erledigt ist. Das heißt, wir sehen dann vielleicht eine Wahl zwischen Mélenchon und Le Pen. Und das wäre genau, das wäre ein super Szenario, denn dann könnten wir als Linke die Rechten darstellen, wo sie eben am schwächsten sind. Das ist die Wirtschaftspolitik. Die AfD ist ja eine Partei der Reichen, anders kann man das nicht ausdrücken. Sie fordert Steuersenkung für Reiche. Also wenn ihr euch bei der letzten Bundestagswahl die Pläne zu den Steuerreformen, die Parteien vorgelegt haben, ansehen, dann hätten Geringverdiener von den Plänen der AfD am allerwenigsten profitiert, mal abgesehen davon, dass diese Pläne
SPD, FDP und Grünen, das wissen wir ja jetzt, dass die erstunken und erlogen waren. Sie haben nach der Wahl nicht ein bisschen davon umgesetzt. Aber lassen wir das mal bei Linken und AfD, da können wir die Pläne ja sehr ernst nehmen, weil diese Parteien im Bund zumindest die regiert haben. Also haben wir nichts Besseres als ihre Parteiprogramm. Bei der Linken, da haben tatsächlich die Geringverdiener am stärksten profitiert, aber Reiche hätten etwas draufzahlen müssen. Mhm. Apropos Programme, da würde ich tatsächlich auch dafür plädieren, dass man eben nicht so ein 100-Seiten-Schinken direkt damit auffährt, sondern dass man sich auf die wesentlichen Punkte konzentriert. Also ich habe, wenn ich mal zurückgucke, und das kann sich ja auch jeder angucken, die Bundestagswahlprogramme der ersten Bundestagswahlen nach dem Zweiten Weltkrieg, das waren teilweise einfach 2 Seiten, auf denen man die allgemeinen Forderungen, die man in den nächsten 4 Jahren gerne umsetzen möchte, einfach aufgeschrieben hat. Und ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, wie man sich auch einen solchen administrativen Aufwand macht, indem man vor jeder Wahl irgendwie so ein 100-Seiten-Schinken hinklatscht, der am Ende, wie du ja eben auch dargelegt hast, von den Regierungsparteien in der Regel sowieso nicht umgesetzt wird. Warum erstellt man sich nicht ein Grundsatzprogramm, das die grundsätzlichen Dinge abklärt? Das muss auch nicht so riesig mit 100 Seiten sein, und guckt dann zu jeder Bundestagswahl, was sind vielleicht unsere 4, 5, meinetwegen 10 konkreten Forderungen, die wir in der nächsten Legislatur machen wollen, was ist auch gerade innerhalb der Bevölkerung, was wird da als wichtiges Thema wahrgenommen, und dann macht man das, dann macht man ein Programm für die Wählerinnen und Wähler, für das Volk und kein Programm für die Journalisten, denn ich kann dir auch sagen, auch die Parteimitglieder, die lesen sich, also wahrscheinlich 95% oder 90%, die lesen sich selber diese ganzen Programme gar nicht durch. Weil das einfach so viel ist und das ist so verklausuliert dann auch noch geschrieben. Also lieber so ein Grundsatzprogramm, was 10, 20 Jahre Bestand haben kann, wo man die großen Leitlinien einfach mal festhält und dann für die Wahlen so ein 10-Punkte-Programm oder was man machen möchte, wo es dann einfach mal ganz konkret um Dinge geht. So dass man sich gar nicht so lange auch mit diesen innerparteilichen Grabenkämpfen denn aufhält, wie machen wir jetzt diese Kommasetzung, wie machen wir jetzt diesen Nebensatz noch. Und das wäre tatsächlich auch ein Wunsch, den ich da hätte. Absolut. Dann gehen wir nochmal auf das Parteienschwerpunkt. Ja. Glaubst du, dass wir immer mehr weimarisieren können? Also dass es immer mehr Parteien in den Bundestag schaffen könnten? Also Markus Krall überlegt ja gerade eine eigene Partei zu gründen, die Freien Wähler könnten in den Bundestag kommen. Die könnten ja dann von der CDU noch weitere Stimmenanteile, also die wären ja dann beziehungsweise Krall wäre noch ein bisschen extremer als die AfD, der würde den dann von Rechtskonkurrenz machen, aber die würden dann von CDU und AfD noch Stimmenanteile absaugen und ja, das Parteispektrum würde sich weiter ausdifferenzieren. Ja, Krall, den finde ich ja super auch toll mit seinen. Ich kann nicht drauf eingehen, sind die Überlegungen, aber. Ja. Aber ich hab's ja auch gelesen. Ich kann ihn ja nicht mehr auf Twitter verfolgen, lesen, weil er hat mich ja, unser Freiheitskämpfer hat mich ja blockiert. Eine Zeit lang hat er immer noch mal geantwortet auf meine Fragen, aber jetzt geht das leider nicht mehr. Also unabhängig davon, wir haben ja mittlerweile diese Hürde, Prozenthürde. Und ich habe das von vielen Leuten noch immer gehört, dass die diese Sorge teilen. Aber wenn man sich mal die Verhältnisse in der Weimarer Republik anguckt, dann war es ja wirklich bis zur Weltwirtschaftskrise so, dass diese, ich sag mal, Kleinparteien, die heute unter 5% liegen würden in Deutschland, also keine Sitze erhalten würden, auch die haben damals in der Weimarer Republik so 10-15% der Parlamentssitze bekommen. Es gab immer stabile Mehrheiten. Das Problem, wenn man es so nennen möchte, das kam ja erst durch die ökonomische Krise, wo die Regierung in der Weimarer Republik. Genau, wo die. Und jetzt kommt nämlich das. Nicht so schlimm wie damals, okay. Nicht so schlimm, aber die Regierung Brüning hat ja damals auch mit einer Spar- und Kürzungspolitik reagiert, die ja erst die Grundlage dafür geschaffen hat, dass es am Ende Deflationstendenzen gab, dass am Ende Massenarbeitslosigkeit entstand, und das hat ja auch dann zum Aufstieg der NSDAP geführt. Ich habe da so einen Zeitzeugenbericht mir letztens mal angesehen, da haben Zeitzeugen eine Stunde lang erzählt, und das ist aus den 60ern, 70ern oder so, wo man auch gesehen hat, dass der Großteil der NSDAP-Wähler tatsächlich reine Protestwähler waren. Das waren Leute, die hatten keine Lust mehr auf diese instabilen politischen Verhältnisse, die hatten keine Lust mehr auf diese schlechte Wirtschaftssituation und alles drumherum. Und also letztendlich gehe ich tatsächlich nicht davon aus, dass, keine Ahnung, wir mit 15 Parteien im Bundestag oder so sitzen werden. Ich gehe davon aus, dass das ich irgendwann ich einfach... Gar nicht. Sondern, was meinst du? Ja, die alten Parteien quasi immer weiter zerfleddern und neue Parteien hochkommen, wie in Frankreich. Ach so meinst du. Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja.
Das würde ich so unterschreiben. Also wir sehen ja auch in ganz Europa, dass die Christdemokraten teilweise extrem abgestürzt sind, teilweise vernichtet wurden, wenn man sich nach Italien auch ausrichtet, wo sich ja eine Mosaikrechte mittlerweile mit der Lega, mit der Partei von Meloni, Fratelli d'Italia gegründet hat oder gebildet hat. Und wo man diese klassisch christdemokratische Partei, die in Deutschland mit der CDU immer noch sehr stark ist, die sind da ja einfach faktisch nicht mehr existent, wirklich. Ja, schon Und das kann länger. ich. Ja, Ja, Italien. das gab ja die Korruptions in Italien, die Korruptionsskandale mit der Christdemokratie. Dann kam ja auch noch Forza Italia mit Berlusconi und alles Mögliche. Ja, Also ja. ich kann mir das vorstellen, ja. Und Italien, das glaube ich auch nochmal wichtig zu erwähnen, die hatten früher eine große kommunistische Partei. Und mit dem Niedergang der Sowjetunion sind diese kommunistischen Parteien ja auch überall in Westeuropa immer weiter untergegangen. Deswegen ist Italiens Parteienspektrum früher zersplittert. Also das hat mit diesen historischen Gegebenheiten Berlusconi, die kommunistische Partei zu tun. Dass in Italien dieses stabile Zwei-Parteien-System früher gestorben ist. Aber besonders, ja, besonders auffällig finde ich Frankreich. Das ist eine Präsidialdemokratie, so ein Präsidialsystem, das bevorzugt eigentlich zwei Parteien. Also sieht man in den USA beispielsweise. Da gibt es zwei große Parteien, Demokraten und Republikaner. Und das Präsidialsystem verhindert auch effektiv, dass da irgendwas anderes realistisch betrachtet hochkommen kann. Also und Frankreich hat ein ähnliches politisches System und trotzdem konnte Mélenchon die ganze Linke aufsaugen. Trotzdem konnte Macron die ganze Mitte aufsaugen. Und Le Pen hat jetzt von Zemmour zwar Konkurrenz bekommen, aber auch der hat sich dann in den Stichwahlen hinter sie gestellt. Also wir sehen schon, wie sich da die Parteien zersplittern, aber sich trotzdem stabile Lager bilden. Also ähnlich wie in der Weimarer Republik. Da hatten Ach wir so, in der, auf der linken Seite die KPD, auf der rechten die NSDAP. Dann die DNVP. Die DNVP, die ist geschwankt. Die wollten eigentlich das alte Kaiserreich zurückhaben. Die NSDAP war denen viel zu radikal. So was Radikales wie NSDAP und KPD wäre heute nicht mehr möglich. Deswegen können wir die beiden gleich aus der gleichen rausnehmen. Also die Partei auf der äußersten Linken wäre heute wesentlich gemäßigter als die KPD und die Partei auf der äußersten Rechten wesentlich gemäßigter als die NSDAP. Aber grundsätzlich sehen wir, dass das Spektrum in drei stabile Lager zerfällt. Also die Lager an sich vertreten stabil die Position einer, also die Position, die sie halt vertreten. Aber es gibt halt verschiedene Parteien und zwischen diesen Parteien kann auch sehr schnell Wähleranteile hin und her wechseln und zwischen den Lagern auch. Also wir sehen ja schon, dass sich dieses Dreiparteiensystem, was wir in Deutschland lange Zeit hatten, SPD, CDU, FDP, dass das sich immer mehr aufgelöst hat, immer mehr ausdifferenziert hat, vor allem mit Grünen, SPD und AfD und mit den mit Grünen, Linken und AfD, aber dass sich das jetzt immer weiter polarisiert, einerseits, aber innerhalb der Lager ist da eine immer größere, ja, Zersplitterung stattfindet. So meine ich das. Ja, okay, ja, dann, da würde ich dir total zustimmen. Also, dass man so eine Mosaikbildung innerhalb der politischen Linken und auch politischen Rechten zum Beispiel hat, dass man am Ende eine Linkspartei hat, die dann eher so einen ökosozialen oder sozialökologischen oder es wird ja auch Ökosozialismus als Begriff in den Raum geworfen, die eher diesen Weg geht. Dann hat man eine, wie sie auch heißt, eine Wagenknecht-Partei, die eher den klassisch sozialdemokratischen, wirtschaftspolitischen Ansatz fährt. Dann hat man irgendwo ja noch eine SPD, die, keine Ahnung, vielleicht eher der Mitte denn zuzuordnen ist, aber so, dass man verschiedene Parteien hat, Wobei, die aber in einem Lager stehen. ja, wobei ich, ja, genau so meine ich das, aber sozialistische Parteien halte ich ehrlich gesagt für unwahrscheinlich. Ja, sie labeln das als Ökosozialismus und alles. Und wenn man. Man kann es so labeln, wie man will, aber inhaltlich von wir wollen jetzt, also entweder Marktwirtschaft, Marktsozialismus oder Planwirtschaft nach sowjetischem Vorbild, das halte ich für unrealistisch. Also so eine Partei wird es nicht geben. Wäre eine Nee, große also Partei. das, soweit ich weiß, steht das, also steht auch, glaube ich, nicht in dem Programm, dass man irgendwie gar keine Planwirtschaft will, das auf gar keinen Fall, oder einen Marktsozialismus. Es gibt natürlich schon durchaus Leute in der Linken, die auch wirklich sozialistisch drauf sind, die möchten das auch ganz gerne haben. Und auch jetzt zum Beispiel im Niedersächsischen Landesverband sind auch im Landesvorstand der Partei welche, die auch diesen Ökosozialismus als Begriff und als Idee eben ganz gut finden. Aber wie du schon richtig sagst, also letztendlich ist es keine realpolitische Option oder sowas. Meintest du nicht eben noch, der Landesverband sei so stramm transatlantisch, so würde eher, da würde eine eher einhellige Meinung hin, wir sind für Waffenlieferungen an die Ukraine, wir sind für
ja, für den aktuellen NATO-Kurs sein und jetzt als nee. Wieder viele Sozialisten. Also das widerspricht sich. Ja, also ich bin der Meinung, ich habe ich, also wenn ich gesagt hätte, dass dass der linke niedersächsische Landesverband pro NATO-Kurs ist, dann nicht. Das, wenn ich das gesagt habe, dann habe ich das. Dann habe ich das falsch verstanden, sorry. Oder ich habe es falsch gesagt, kann ja auch sein. Also was die wirtschaftspolitische Ebene angeht, da ist es durchaus so, dass es einige gibt, die sich als Sozialisten auch begreifen. Und man kennt das natürlich von den Parteitagsreden, alle bezeichnen sich da irgendwie als Sozialist, auch wenn viele Vorstellungen wahrscheinlich klassisch sozialdemokratisch sind, aber einfach so gelabelt werden, weil es hört sich toll an. Aber was jetzt die Ukraine-Politik angeht, da müsste ich nochmal in die Beschlusslage genau reingucken. Aber soweit ich weiß, ist man da nicht für Waffenlieferungen. Man also diese Beschlusslage, die also meiner Erfahrung nach, die macht nicht viel aus. Man muss darauf schauen, was die Parteioberen sagen und was für Konsequenzen das für sie hat. Also wenn die Parteioberer einfach sagen können, ja, ich Waffenlieferung, eine ganz, ganz tolle Idee. Und dann klatschen alle ihm zu und der wird das nächste Mal wieder Kandidat fürs Ministerpräsidentenamt. Also ich will da jetzt keinen Namen von Bundesländern nennen, aber in Thüringen war das genauso. Dann ist die Beschlusslage der Partei relativ egal. Wenn die Partei eben solche Leute in Spitzenpositionen befördert und dort immer weiter befördert, also ihnen immer weiter Zuspruch gibt und dafür sorgt, dass sie in diese Spitzenposition bleiben und ihre Macht nochmal ausbauen können, dann ist diese Beschlusslage nicht das Papier wert, auf dem sie steht. Also da wird diese Beschlusslage in ein paar Jahren, wenn die Grünen sagen, so, wir wollen jetzt eine Koalition mit euch machen, ändert die Beschlusslage mal, dann wird die innerhalb von wenigen Tagen vom Parteivorstand geändert, ohne dass es da Parteitag oder irgendwas gab. Ja. Also soweit ich weiß, gibt es keine prominenten Stimmen im niedersächsischen Parteivorstand, die irgendwie Waffenlieferungen an die Ukraine fordern. Ich habe mich mit der Thematik aber auch, was die Positionsfindung länger nicht mehr befasst, weil sie einfach ehrlicherweise irrelevant ist, so weil niemand interessiert, was der linke niedersächsische Landesvorstand dazu sagt, weil man weder Einfluss noch irgendwas Sonstiges hat. Deswegen, ja, kann ich da gerade leider nicht mehr zu sagen. Wenn ich das in irgendeinem anderen Punkt so gesagt habe, dann habe ich das missverständlich formuliert. Also das bezog sich auf die Gesamtpartei, nicht auf deinen konkreten Verband. Das bezog sich dann eher auf die Gesamtpartei, dass sich die Entwicklung in diese Richtung eben pro-transatlantischer stärker wird. Ich glaube, das war, wo ich irgendwie am Anfang gesagt hatte, dass sich die Partei so ein bisschen anbiedert und konformistischer und so alles wird. Das war auf die Gesamtpartei bezogen. Ja. Genau. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Wo waren wir denn gerade überhaupt? Ich würde sagen, ja, wir waren dabei, dass unser Parteienspektrum einerseits immer mehr polarisiert, andererseits immer mehr zersplittert und die Wagenknecht-Partei sich da wunderbar einfügen würde. Wir aber sozialistische Parteien, also wirklich sozialistische Parteien im Sinne von Kapitalismus abschaffen, dass es die nicht geben wird. Oder würdest du das anders sehen? Zumindest nicht auf irgendeiner Art bedeutenden Ebene. Also die DKP oder sowas, die glaube ich, ist da doch... Ich meine im Bundestag. Okay, im Bundestag, okay. Nee, im Bundestag, da würde ich eher nicht dran glauben. Also da... Die Weimarer Republik, so auf dem Level. Nee, also im Parlament nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es eben auch in einer... also dass es innerhalb der Parteien ist, ja auch in der SPD gibt es ja auch einige, die wollen das. Das sind ganz wenige. Also innerhalb der Parteien gibt es bestimmt solche Lager, aber dass die irgendwie einflussreich werden, dass die irgendwie eine Hegemonie in den Parteien haben, dass die eine Fraktion im Bundestag haben, die das mehrheitlich vertritt, das glaube ich nicht. Und es ist ja auch die Idee, wir führen jetzt in Deutschland den Sozialismus ein und die Welt wird schön, ist ja auch ein bisschen naiv. Wir haben ja auch noch uns herum ein paar andere Länder. Also jedem Sozialisten, also jedem ernsthaften Sozialisten ist klar, dass dann der Großteil der kapitalistischen Welt Deutschland, wenn man hier Planwirtschaft einführen würde, erstmal feindlich gesinnt wäre. Und das mit richtig harten Einschränkungen verbunden wäre. Also, da sind einige, glaube ich, so eine. Es sei denn, es ist Rhetorik. Und das sehe ich bei vielen. Also, sie benutzen da solche Schlagworte, demokratischer Sozialismus oder Ökosozialismus, was du gerade gesagt hast. Und damit meinen sie auch eine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik und diese ganzen ökologischen oder sonst was Forderungen, die sie sonst so noch haben. Und das bezeichnen sie dann als Sozialismus, weil sie meinen, sie kommen dann radikaler rüber. Das ist eine rhetorische Radikalität, die nichts mit realen Forderungen zu tun hat. Real war die Linke auch nie eine sozialistische Partei, auch wenn es vielleicht im Grundsatzprogramm steht. Also es gibt in Europa keine großen, relevanten, wirklich sozialistischen Parteien im Sinne von wir wollen Planwirtschaft. Also selbst die Parteien, die noch am ehesten zur
zu Wir wollen Planwirtschaft stehen, wie beispielsweise die Kommunistische Partei der Russischen Föderation. Selbst die ist ja einerseits nationalistisch degeneriert, die findet alles zumindest außenpolitisch gut, was die russische Regierung macht. Kommt mir irgendwo bekannt hervor. Also, und zum anderen sagt selbst die, ja, wir müssen erstmal die Steuern für die Reichen erhöhen. Wir können nicht heute auf morgen alles verstaatlichen. Wir müssen auch erstmal mit den kleinen Industrien, mit den kleinen Gewerbetreibenden zusammenarbeiten. Wir müssen Russland erstmal industriell entwickeln, bevor wir dann Planwirtschaft einführen. Also selbst die wollen nicht von heute auf morgen Planwirtschaft einführen. Also, das ist eine völlig abwegige Vorstellung, dass wir solche Parteien, also dass solche Parteien irgendwie eine Relevanz bekommen könnten. Oder dass das irgendwie ein realistisches Zukunftsszenario wäre. Solche Parteien gibt es nicht. Also es gibt keine relevanten politischen Kräfte, die es vertreten. Es ist absolut unrealistisch und es ist ein Schreckgespenst, und deswegen ist es dann doch wieder relevant. Das ist ein Schreckgespenst, was die Rechten an die Wand malen, die Neoliberalen. Um zu sagen, also jede gemäßigt sozialdemokratische Forderung, die ist jetzt gleich sozialistisch, die ist jetzt gleich kommunistisch. Das gibt es tatsächlich. Aber das ist eben ja ein Schreckgespenst, was in der Realität nicht mehr existiert. Der Kommunismus funktioniert nicht mehr gut als, oder der Sozialismus, nennst du, wie du willst, funktioniert nicht mehr gut als reales politisches Programm. Aber er funktioniert sehr gut als Schreckgespenst, um halt gegen gemäßigte linke Positionen schießen zu können. Ja, da hatte ich letztens auch jemanden, mit dem ich mich ausgetauscht habe, der hat die Position vertreten, dass der Mindestlohn Sozialismus sei. Also das, meine ich. Ja, das geht so ein bisschen in die Richtung, der Staat macht irgendetwas und das ist dann gleich Sozialismus. Also da übernimmt man auch diese US-amerikanischen Diskurse von Seiten der Republikaner, die das ja auch in Teilen genauso propagieren, der Staat macht irgendwas, oh mein Gott, das ist Sozialismus. Aber sorry, das ist Denkfaulheit, wer das so sagt. Also der hat sich auch überhaupt nicht mit sozialistischer oder marxistischer Theorie irgendwie befasst, weil dann würde ihm auffallen, also Produktionsweise hat sich ja nicht verändert, man hat immer noch ein Ziel, einen Profit zu erwirtschaften. Also irgendwie hört sich das ja nicht so alles ganz sozialistisch an. Also wenn man wirklich mal die marxistische Theorie sich anguckt, dann ist ja Mindestlohn nichts, was jetzt irgendwie marxistisch ist. Weil im Kommunismus würde es ja auch kein Geld geben. Ja, ein Marxist, der würde sagen, ja, der Mindestlohn ist dazu da, um die Verelendung zu verhindern. Das heißt, der Staat agiert jetzt ideeller Gesamtkapitalist und rettet die Kapitalisten quasi davor, den Arbeitern so niedrige Löhne zu zahlen, dass sie nicht mehr vernünftig sich reproduzieren können. Das wäre dann die marxistische Position zum Mindestlohn. Ja, aber das ist ja auch schon wieder, also die Linken sagen zu einer Wagenknecht-Partei, das ist eine rechte Partei, die Rechte sagen zu einer Wagenknecht-Partei, das ist eine sozialistische Partei. Also irgendwie, ich finde das sehr, sehr, also ich finde es irgendwie witzig. Also ja, es zeigt, wie sehr der Neoliberalismus, ich kann es nicht häufig genug erwähnen, unseren politischen Diskurs verflacht und degeneriert hat. Dass wir uns nicht mehr vernünftig über verschiedene Positionen austauschen können, sondern alle nur noch irgendwelche Schlagworte haben und sich gar nicht mehr bereit sind, über konkrete Forderungen zu debattieren, sondern irgendeine Forderung kommt, dann hat man sein Schlagwort, das das absolut Böse symbolisiert, also Sozialismus, Kommunismus oder auf der anderen Seite Nazi, Faschismus, rechtsradikal, was gibt es da noch Neues, prinzfeindlich jetzt plötzlich. Ja, nur noch irre. Es ist nur noch irre durch diese Identitätspolitik. Das kann man hier vielleicht auch noch dazu sagen. Kommen vor allem auf der linken Seite ganz viele neue Feindbilder dazu. Wir hatten ja eben transfeindlich, dann verschwörungsideologisch, dann, keine Ahnung, was gibt's noch? Rassistisch. Es ist ja mittlerweile auch alles rassistisch. Also, man kann dadurch ziemlich auch diese Identitätspolitik und nochmal dadurch, nochmal diesen kurzen Themensprung zu machen. Die wird auch als Waffe eingesetzt oder wird es anders? Meinst du jetzt irgendwelche anderen Leuten pauschal Dinge vorzuwerfen, um sie irgendwie nicht mehr diskursfähig zu machen? Ja, es geht gar nicht ums Thema, sondern man schiebt diese Opfergruppe vor. Also keine Ahnung, wenn du sagst, ich bin vielleicht dafür, dass jetzt nicht, ich bin dafür, dass jetzt nicht so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen, und da machst du einen konkreten Vorschlag, wie wir die Aufnahmebedingungen im Libanon und in der Türkei verbessern können oder wie wir dafür sorgen können, dass der Krieg in Syrien endet beispielsweise. Dann, du verdammter Rassist. Also sowas meine ich. Ja, doch, da würde ich zustimmen. Und auch da habe ich schon meine Erfahrung gemacht, wenn man dann mal fragt, zum Beispiel der Lorenz Göster-Beutin, der ist ja im, stellvertretender Vorsitzender im Bundesvorstand der Linkspartei. Und der hat dann vor ein paar Tagen was getweetet oder gepostet bezüglich
der Aufnahme von Flüchtlingen. Und dann hatte ich daraufhin mal gefragt, ja, also Refugees Welcome, das kann man ja immer rufen. Aber wie sieht denn mal dein konkreter Vorschlag aus? Wie sieht's aus mit den Kommunen, die eben ja auch irgendwie das am Ende ja leisten müssen, aber wenn sie kein Geld haben, Dankeschön an die Sparpolitik und alles. Und wie sieht's aus mit der Ursachenbekämpfung? So, wie sieht's mit Sanktionen aus? Da haben wir ja auch schon mal in einem Beitrag miteinander drüber geredet. Wie sieht's mit Freihandelsverträgen aus und alles? Und da wird dann irgendwie auch gar nicht wirklich drauf eingegangen, sondern man wird gesagt, was, du willst also, dass die Menschen im Mittelmeer ertrinken, so nach dem Motto. Und anstatt mal auf die Fragen einzugehen und wirklich mal sachlich einfach zu reden, weil man unterstellt ja auch niemanden, also ich gehe zumindest immer in so Gespräche rein, ich will ja niemanden von Anfang an etwas Böses unterstellen, es sei denn, wenn ich eben schon die Position der gegenüberstehenden Seite kenne, wenn ich zum Beispiel weiß, was einem Markus Krall, dass der irgendwie den Kampf gegen Satan als seine Programmatik sieht. Also dann weiß ich, das ist irgendwo ein christlicher Fundamentalist auch, der will wieder eine Monarchie, eine Wahlmonarchie in Deutschland haben. Also da weiß ich schon, was so seine Agenda und seine Ideologie ist. Aber wenn ich ansonsten mit jemandem, den ich vielleicht auch gar nicht kenne oder wo ich weiß, die Person ist eigentlich jetzt vielleicht gar nicht per se böse oder sowas, kann man doch einfach mal so sachlich und ruhig reden. Und deswegen finde ich auch unsere Gespräche ja nicht immer ganz toll, dass man sich echt mal eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oder was auch immer sich zusammensetzt, den Gegenüber auch einfach mal ausreden lässt und sich austauscht. Das ist viel zu kurz, und auf deine Frage zurückzukommen, ja, diese Vorwürfe, die dann auch gerne immer ganz pauschal sind, die werden benutzt, um Leute aus Diskursen auszugrenzen. Ja, also wir haben jetzt so viele Themen angeschnitten, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar mehr Gespräche führen diesen Sommer. Würde ich sagen. Ja, gerne. Gerne. Habe ich zum letzten Punkt noch ein schönes Zitat. Der Westen hat die Moral erfunden, um von Politik nicht reden zu müssen. Das ist, glaube ich, von Tschernikow, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe es jetzt aus dem Kopf zitiert. Und ja, ich glaube, es beschreibt ziemlich gut, wie die aktuelle Identitätspolitik ja den gesamten Diskurs noch viel mehr degeneriert, als es zu Tschernikows Zeit noch der Fall war. Also auch damals hat der Westen ja schon alles, was er gemacht hat, als hochmoralisch, und alles, was dann der böse Ostblock, also damals hatte man ja noch ein schönes einheitliches Feindbild, was der gemacht hat, dann als, ja, als das absolut Böse darzustellen. In diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns bei euch und auf viele weitere Gespräche. Auf Wiedersehen.